Unser nächster Stopp jetzt hier, kann man den Gletscher schon ganz gut sehen. Aber wir sind immer noch nicht beim Aussichtspunkt angekommen. Der 47. Start. Habe ich es noch nie hingekriegt. Alaska, good job. Wow, look at that map. Looking good. Oh, mosquitoes. And lots and lots of mosquitoes that want to be here with us. Hallo, ich bin's wieder, George Washington. Heute sprechen wir über Alaska. Die Hauptstadt ist Juneau. Deutschland passt ca. 5,3 Mal in Alaska und die Einwohnerzahl beträgt ca. 600.000. Motto: North to the Future. Spitzname: Last Frontier. Erzeugnisse: Erdöl. Staatsbaum: Sitka Spruce. Staatsblume: Forget Me Not. Staatsvogel: Willow Ptarmigan. Staatstier: Moose. Staatssong: Alaska Flag Song. Der Staat wurde 1959 als der 49. Staat gegründet. Die Eskimos nannten das Land Alaska, großes weites Land. Alaska wurde 1867 für 7,2 Millionen US-Dollar von Russland erworben. 1896 gab es einen Goldrausch. Alaska ist der größte aller 50 Bundesstaaten. Genießen Sie den Rest des Videos. Wir sind auf dem Weg zum Salmon Glacier, der fünftgrößte Gletscher in Nordamerika. Und die ersten 10 Kilometer war die Straße noch geteert und jetzt die nächsten 25 sind ungeteert. Erinnert mich so ein bisschen an den Apache Trail in Arizona. Kurz eine Pause für uns und den Truck. Da hinten sind wir hergekommen. Und in die Richtung geht es jetzt gleich weiter hier. Ein bisschen haben wir noch vor uns. Unser nächster Stopp jetzt hier, kann man den Gletscher schon ganz gut sehen. Aber wir sind immer noch nicht beim Aussichtspunkt angekommen. So, an diesem Punkt ist die Straße leider gesperrt, wir können nicht weiter, aber wir haben jemanden getroffen, der uns ein bisschen was über Yosemite erzählt hat. Nein, nicht den Schneemann hier, einen ganz netten Herrn. Und jetzt gucken wir, da hinten geht die Straße noch ein Stück weiter, aber der Ausblick ist echt super. Und ein paar Deutsche hier mit Four-Wheelers, schon spannend. So eine schöne Aussicht beim Mittagessen haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Eli, bist du ein Vampir? Ja. Letzten Fotos jetzt noch, bevor wir gleich wieder nach unten fahren. Aber wir haben echt Glück, das Wetter ist so toll hier. Es hat noch nicht geregnet und jetzt kommt auch der blaue Himmel raus.
Eichenstunde angesagt. Wo ist da ein Weg? So geht's. Wo Mami ist, da muss man sich hinstellen, dann sieht man den. Noch ein Stückchen weiter. Ein Stückchen weiter. Diesen ganz kleinen grünen See sieht man nur, wenn man an dieser einen Stelle hier steht. Und wir haben glücklicherweise hier angehalten und einmal hier geguckt. Wir sind jetzt beim Fish Creek Wildlife Viewing Site. Die haben hier einen großen Boardwalk, wo man langlaufen kann. Und im Juli bis September haben die hier ganz viele Bären, die sich hier die Lachse direkt aus dem Fluss holen. Leider ist jetzt noch nicht Lachssaison, das geht, wie gesagt, erst im Juli los. Man kann hier trotzdem noch Bären sehen, aber halt nicht wie in den nächsten Monaten. Und während der Zeit kostet das hier auch was. $5 pro Person. Jetzt, wo hier noch nicht so viel los ist, kann man kostenfrei sich das noch anschauen. Also hier soll man super Fisch essen können in Hyder. Leider ist noch nicht offen. Eventuell morgen steht da auf dem Schild. Wir kommen morgen nochmal wieder und gucken, ob wir dann vielleicht frischen Fisch kriegen. Das ist jetzt hier die Hauptstraße von Stewart in British Columbia. Wir sind gerade über die Grenze gefahren. Da war tatsächlich ein Schwarzbär. Den haben wir aber leider nicht drauf gekriegt. Und jetzt haben wir uns Marshmallows gekauft, die teuersten der Welt, für $8 eine Tüte. Aber wir haben gedacht, wir wollen gleich noch ein Feuer machen. Und dann muss man auch Marshmallows darüber rösten. Emmy hat es angefasst. Und hier ist echt nicht mehr viel los. Eli, hey, 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 don't, no. Nein. Wir haben hier nämlich gerade den Linus. Linus. Die haben das hier gerade neu gemacht und die Kinder wollen natürlich ihre Finger da rein. Okay, jetzt geht's ja sofort ins Auto, sonst gibt es keine Marshmallows mehr. Ich habe ja wohl das dreimal jetzt schon gesagt.